So, damit hallo und jetzt kommen wir zurück zu Let's Play Autobahn Raser 4, das Spiel mit der besten Menümusik überhaupt. Ich bin jedes Mal am Kopf schaukeln, wie ich letztes Mal schon erwähnt habe, wenn das Spiel startet, diese geile Musik kommt. Ich weiß nicht warum, aber sie hat irgendwie so einen Retro-Charme und irgendwie, ach, da gehst du direkt mit und denkst, wenn du die Musik hörst, denkst du dir an eins der wertvollsten Spiele in unserer Spielkultur, Autobahn Raser 4. Gut, in unserer deutschen Spielkultur, da gibt's ja nicht so viel Auswahl, also nehmen wir Autobahn Raser einfach noch mit rein. Ist ja Spielkultur. Auf eine eigene Art und Weise, weil Trash ist auch irgendwie wichtig. Ja, auch Trash muss es geben, weil sonst gibt es ja keine guten Spiele, wenn es kein Trash gibt. Man muss sie ja unterscheiden können. So, wir spielen wieder weiter mit unserem Jens. Das klingt falsch, wenn wir mit unserem Jens weiterspielen. Das können wir vielleicht später abends machen, aber das müssen wir jetzt nicht hier tun. Wir fahren mit Jens. Wir nehmen unseren Charakter Jens und fahren mit ihm Auto. Gut, das klingt vielleicht schon ein bisschen passender. So, willkommen beim internationalen Rennen. Du hast 60 von 110 Punkten. Genau, wir müssen hier noch wunderschöne 5 Rennen hier absolvieren. Und es geht direkt nach München. Wir haben Geld ohne Ende. Und weil wir Geld ohne Ende haben, geben... Ja, das ist gut. Ich meine, Nitro wollte ich kaufen. Zack, 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 zack. Haben Nitro voll. Und dann würde ich sagen, ab geht die Post. Und wie ihr gesehen habt, bei dem Rennen da unten rechts war irgendwie so ein Auto unter einer Plane. Was soll das heißen? Wer weiß es schon? Ich habe keine Ahnung. Also, pff, ich habe das Spiel noch nie durchgespielt und so. Ja, natürlich weiß ich, was es ist. Aber ich will es ja nicht verraten. Das wäre ja irgendwie langweilig. So, dann wollen wir mal loslegen hier mit unserem kleinen VW Mondeo. Oder einem Ford Golf. Das heißt, da habe ich... What the fuck? Ja, natürlich. Das können wir nicht mal fair verlieren. Nee, da müssen wir den anderen direkt wieder zurückkloppen. Mein Gott. Schon mal aufgepasst in der Schule. Mensch. Scheiß Assi-Bratze. So. Wir müssen Geld einsacken. Was wir eigentlich gar nicht brauchen. Wow, und reparieren tun wir die Kiste auch noch. Sind wir namens Swoosh FM oder Switch FM? Ich weiß nicht genau, wie die netten Herren heißen, ist meine Frage. Ich bin ja immer noch so ein bisschen... Keine Ahnung. Switch können sie ja nicht heißen. Das wäre ja Pro7-Probleme, oder? Wo ich weiß nicht, kann man auf das Wort Switch überhaupt Rechte ziehen? Weil Switch heißt ja einfach Fernsehsender wechseln. Das ist eigentlich ein normales Wort, da kannst du kein Recht drauf. Hallo? Weil ich cool bin, genau. Und wie ihr seht, kriegen wir auch keinen Schaden. Hat mich jetzt nämlich endlich mal jemand erklärt, wie man Schaden bekommt. Man muss Autos rammen. Alles andere zählt nicht. Hier, seht, da, zack, zack. Gut, sind noch Fernen, die einfach wegrammbar sind. Aber alles Autos sind keine Schadensfaktoren. Seht da, ich kann die Mauer bumsen, wie ich lustig bin. Das juckt das Spiel nicht. Also das Auto eher. Das Auto ist nämlich nur auf andere Autos fixiert. Wenn andere Autos ihn berühren, dann kriegt es direkt Kollaps. Seht da. Es reicht mit dem Helium-LKWs, die fliegen wie lustig. Oh, ich sehe gerade erstmal hier, ich habe vorhin Forza 5 gespielt. Es ist keine gute Idee, von Forza 5 auf das hier zu wechseln, wenn man keinen Augenkrebs haben möchte. Bei Forza 5, wow, Kantenglättung, alles geil. Willkommen bei Automerase, wir kennen sowas, das Wort Kantenglättung. Ja, mal gehört. Ist das wichtig? Ach, dafür, dass das Spiel besser aussieht. Oh, ja, haben wir vergessen bei der Entwicklung. Tut uns leid. Fick dich. Wir kriegen keinen Schaden, ich kann es nicht... Jetzt ist doch gut hier, man muss nicht direkt rummobben. So. Ja, aber hier noch vier Rennen vor uns. Ist eine relativ lange Meisterschaft. Aber ist ja auch schließlich die internationale Meisterschaft. Helium-LKW und Backflip. So. Ey, wir haben konstant Nitro eigentlich nur. Ich könnte eigentlich komplett den Nitro-Button die ganze Zeit durchhämmern. Nur in Kurven ist halt ein bisschen... unförderlich, wenn man nach geradeaus fährt. Das ist dann nicht so hilfreich teilweise, habe ich mal gehört. Ich habe mal aufgepasst, Physik so ein bisschen wegen G-Kräfte, als das Wort fiel. Da habe ich dann mal aufgepasst, hat ja was mit Autofahren zu tun, deswegen war das mal interessant. Die restliche Sache, da kommt man ja direkt wieder weiterschlafen. Deswegen habe mich der Lehrer auch gehasst, ich ihn, weil er mich halt dauerhaft drangenommen hat, ich keinen Plan hatte. Physik war halt ein Fach, was ich direkt abgewählt habe, als ich konnte. Und das aus gutem Grund. So, haben wir das ja auch geschafft und gehen direkt zum nächsten Rennen. Wir haben 9 Highscore, wir haben wieder 10.000 bekommen. Was wir eigentlich gar nicht brauchen, weil wir schwimmen in der Asche. Ja, in der Asche schwimmen wir, deswegen brauchen wir Geld. Genau, ja. Man muss ja irgendwie das kompensieren, ja. So, wieder mal ein Nitro vollknollen müssen wir das. Bin voll aufgedreht, merke ich gerade. Ist nicht so gut. Obwohl, willkommen bei Autobahn Raser. Da passt das vollkommen, dass man aufgedreht ist. Es fällt noch nicht mal auf, in dem ganzen Spiel war. So, dann wollen wir mal. Vamos, vamos. Gib Stoff mit deinem Dortmund. Hier, komm, hau ab. Komm, hau ab. Oh, jetzt mal ein bisschen Tango tanzen. Geht noch nicht. Die Kisten eigentlich mittlerweile voll getunt? Ich glaube immer noch nicht, oder? Deswegen bin ich ja hier echt immer noch so was von überlegen. Ich bin der Meister der Klassen. Weg da.
Wo man ja sagen muss, ich kann die KI auch hochstellen von Schwierigkeitsgrad. Intelligent wird die ja trotzdem nicht. Die ist ja trotzdem nur noch so intelligent wie die Kopftopfeln in Most Wanted. Was geht da vorne ab? Ja, aber in Frankreich backen halt Bäume in die Wand. Weil darum. Ich hab mir auch hier mal jetzt erklärt, weil ich konnte Französisch und auch dieses Englisch schon, aber Französisch nicht. Was ist denn hier los? Warum flackert das denn heute wie bekloppt? Das war letztes Mal aber nicht so krass. Oui, 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 oui. Baguette, Baguette, Croissant, Croissant, ja. Oui, oui, Croissant, ja, Croissant. Ich diskutiere gerade mit ihm. Über Essen. Schnecke, Schnecke, Franz Schenkel. Nee, hat mir jemand da unten reingeschrieben, der labert im Französischen dasselbe wie im Deutschen. Nur eben auf Französisch. Deswegen versteht es keine Sau und es klingt voll interessant und neu. Was es aber einfach nicht ist, aber okay. Alter, was ist das? Tolle Musik. Da gibt's sogar einen Heißluftballon. Geil. So, hier rum, Zacki. So viel Asche, ey, die überhaupt nicht brauchen. Ja, ja, der Mixer. Du bist mir auch so eine Mixer. Entschuldigung. Obwohl, ist ja noch nicht mal eine Beleidigung. Ich kann ihn ja wohl als Fruchtcocktail beleidigen. Fruchtcocktail. Es ist nicht so gut für Automan. Ey, ich will hier nachher noch andere Projekte aufnehmen. Es könnte gleich lustig werden, wenn ich mit demselben Drall hier weitermache wie ein Automan-Raser. Singen wir einfach überall das Niveau. Potter ist ja bei Automan-Raser. Egal, was ich quatsche, es steigert das Niveau des Spiels um Längen. Egal, was ich rede, es ist immer noch niveauvoller. Ich könnte jetzt selbst über das Gehalt einer Nutte auf dem Hamburger Strich reden. Das würde selbst noch gehaltvoller sein als das hier. Jetzt versau ich gerade komplett das ganze Spiel. So, Hilfe. Danke, weiter geht's. So, mal hier kurz über den Platz wieder. Wappala. Dürfte eigentlich gar keine Autos lang hin, echt, oder? Wenn ich mich nicht irre. Aber hier im Spiel, da darf man alles. Hier dürfen selbst Autos plötzlich über so einen tollen Platz fahren. Gut, drei Rennen noch. Los geht es. 80 Punkte. Wir führen nur mit dezenten 47 Punkten. Ich musste kurz mal rechnen, Entschuldigung. Mit 47 Punkten führen wir ganz dezent aus Fahrerwelt an, möchte ich mal betonen. Aber Schaden, ich glaube nicht. Nein. Mit 57 Punkten, das müsste mal geben, ey. Wir haben schon gewonnen. Ich könnte mich jetzt jedes Rennen komplett zurückfallen lassen und aufgeben. Wenn das möglich wäre, würde ich das auch tun. Aber ich kann ja leider nicht aufgeben. Ich muss ja fahren. Gut, ich könnte meinen Wagen zerstören. Ich weiß nicht, ob das auch als Aufgeben gilt. Sind wird das dann teuer. So, weg. Nitro ist schon eine geile Erfindung beim Start. In jedem Rennspiel hilft dir Nitro beim Starten. Jedes Spiel. Na gut, außer bei Pro Street, da hilft das eher nicht, wenn die Reihen durchdrehen wie irre. Aber, ja, es gibt genug Spiele, wo es hilft. Ah! Oh, jetzt reden wir wieder Englisch. Es ist wieder Tea Time, Leute. Tea Time. Ich will diesen Akzent da machen, extra so übertrieben. Ja, oh, es ist Tea Time. Wir mischen unseren Tee pünktlich um. Wie viel Uhr trinken wir ihren Tee? Können wir bitte mal unten reinschreiben. Es war doch so eine bestimmte Zeit von Tea Time. Es war es halb drei mittags oder sowas. So Kaffeetrinkenszeit wie bei uns. So Kaffee trinken ist ja bei uns so am Sonntag so um 3 Uhr. Bei denen ist aber jeden Tag Tea Time, ist das krasse. Ich hätte auch nichts dagegen, jeden Tag Kuchen und Kaffee zu trinken. Ja, ich trinke meinen Kuchen flüssig aus dem Mixer. Wo wir gerade dabei waren. Der Franzose hat dir nur ein Kuchenrezept für den Mixer erzählt. So. Klingt voll wie der Typ von... Wie der Typ von Top Gear, weil Top Gear ist ein Typ, das sind nicht drei. Klingt auch so ein bisschen. Das ist also typische englische Akzent, das haben die ja auch drauf, die drei. Deswegen gucke ich das ja auch so gerne, weil die halt so ein bisschen anders klingen als unsere... Hilfe, hallo, ja. Danke. Ich wollte schon sagen, wann stellen wir uns denn mal wieder hin? Auf der Nase ist zwar auch ganz cool, aber bringt nicht so viel. Ja, hier steht die Stadtkopf. Oh, war der gut. Es wird ja immer schlimmer, was die Witz. Ah! I love fun. I'm having fun and I'm fun. Ja, die ist ein bisschen krank. Ich mag Spaß. Ich hab Spaß. Ich bin Spaß. Ich bin krank. Geisteskrank. Ganz gewaltig. Geh mal in die Klaps, liebe Cindy.
Was sind die? Das ist voll überhaupt nicht der englische Name. Das könnte voll hier Hartz IV Tusser aus Deutschland sein. Nichts gegen welche Zindi-Zuschauer, die jetzt hier wirklich, weiß nicht, ich bin schade, dass ich irgendeine Zuschauerin habe, die Zindi heißt. Dann kann sie sich jetzt hier gerne outen, dann nehme ich dich, kannst du dich gerne ausschließen. Also so meine ich das nicht. Ich meine im Sinne von, damit warst du da nicht gemeint mit den Zindi Hartz IV-Zuschauerinnen. Boah, echt, Zindi, so voll der Hartz IV-Name, ist ehrlich, sorry. Wer sein Kind Zindi nennt, der hat sie nicht alle. Jetzt habe ich gerade sicher 50.000 Abos verloren, weil nämlich alles RTL zu. Nein, Spaß, jetzt mobbe ich euch, jetzt höre ich auf. Ja, das ist die Mauer, Lukas. Also nicht die Berliner, die steht nicht in England. Ein bisschen komisch. Au, weg da. Warum raus sind denn die Telefonzellen aus Plastik? Was machen, warte. Scheiße, oder auch nicht, guck dich nicht an, wenn ich sie nicht wegkramme. Nein, hau ab. Jetzt habe ich Schaden, du Vogel. Vogel wollte ich sagen. Vogel, genau, Vogel war das Wort, was mir einfiel. Wie viel haben wir jetzt noch? 2 Stück, okay. Berlin 2 geht's jetzt noch. Wir müssen mal ganz kurz reparieren und wieder Nitro ohne Ende ran. Warum die Nitro-Anzeige da nicht funktioniert, das ist mir weiterhin ein Rätsel, weil normal müssten die Balken sich auch blau füllen, aber tun sie halt nicht. Aber naja, wir spielen Automarasa 4 auf einem Windows 7 64-Bit-System. Das ist halt nicht so unbedingt dafür optimiert. Wir können wirklich sehen, dass das Ding hier überhaupt läuft ohne Probleme. Das wundert mich ehrlich gesagt auch so ein bisschen. Bin ich gespannt, wie Autobahn Raser 1 bis 30 da noch schlagen, weil das könnte echt knifflig werden mit denen. Ich traue es denen zu, dass sie relativ rumzicken mit Windows 7 Systemen. Obwohl komischerweise die beschissensten Spiele, die beknacktesten programmiert sind und sonstigen, die funktionieren komischerweise auf allen Systemen. Und wenn es dann an AAA-Games kommen, die sind schon nach einer Windows-Generation schon nicht mehr fähig zu laufen. Codemaster habt ihr gut gemacht mit eurem Kopierschutz für die DMOS 3x3 und sonstigen. Besonders für Colin McRae Rally, der den Kopierschutz, also 2005 war. Dieser Kopierschutz hat es geschafft, mein Windows zu zerschießen. Ich habe jetzt gestern ein Gameplay davon hochgeladen von Colin McRae. Ja, sagen wir so, hast du den Kopierschutz installiert, also hast du das Spiel, habe ich original, installiert den Kopierschutz. So, okay, muss den C neu gestartet werden, das war ja damals bei dem Kopierschutz wahrscheinlich mit C neu. Windows kann nicht mehr gestartet werden, weil die in der die Dateiplätze zum System hinzugefügt hat, deswegen kann die Hardware-Software nicht richtig geladen werden. Cool. Ja, startet Windows mal mit dem letzten möglichen Systemstatus. Da habe ich es zum Glück anbekommen, nach 50.000 Anläufen. Hallo? Ja, ja, komm, hau ab. Okay. Da habe ich es dann angekriegt nach 50.000 Anlauf, indem ich es einfach mit dem alten Status gestartet habe. Und, um das jetzt zu umgehen, diesen scheiß Kopierschutz bei Colin McRae Rally, damit das nämlich läuft, ohne mein Windows zu zerschießen, spiele ich die Originalversion, wo ich die DVD habe, mit einem Crack, damit das Ding mir nicht den Windows-Rechner kaputt ballert. Ist gut, ne? Es ist super, wenn das Windows 7-System durch ein Originalspiel kaputt geknallt wird. Wer den Kopierschutz umgeht, hat direkt keine Probleme. Seems legit, ja. Das ist grundsätzlich bei vielen Spielen so, dass der Kopierschutz ist den Spielern, die das Spiel sich offiziell original kaufen, mehr Probleme bereitet, als Leute, die sich das Spiel runterladen. Und jetzt fragt mal einer, warum gibt es immer mehr Leute, die sich Spiele runterladen? Ja, und den scheiß Kopierschutz zu umgehen, der einem auf den Sack geht. Bestes Beispiel ist Origin, das Zeug bräuchte keiner eigentlich. Und ja, ihr habt recht, EA sponsert mich so ein bisschen, ETC, Need for Speed, hab auch einen Titanfall Key und sowas bekommen, also für die Beta, pipapo. Aber in der Hinsicht, dann sage ich auch mal, Origin ist nicht so geil. Ich darf auch offen meine Meinung äußern, egal wer mich sponsert. Also indirekt sponsert, ich hab gute Beziehungen, so, sagen wir so, nicht direkt Sponsor, aber wenn ich halt mal irgendwie anfrage oder sowas, geht da schon mal was. Auf jeden Fall. Da kann ich auch mal gegen Origin was sagen, weil das System ist ja, hat ja nicht direkt was mit dem Spiel zu tun. Wenn ich Spiele geil finde, hat das ja nichts mit Origin direkt zu tun. Origin ist ja, ich verstehe noch nicht, warum man Origin gegründet. Warum hat man nicht einfach Steam genommen? Steam funktioniert, Steam hat eine große Community. Nein, wir sind in EA, wir brauchen was Eigenes. Oder Ubisoft, Uplay ist noch ein beschissenerer. Also, ich sag mal, Origin hat noch wenigstens Las Vegas. Holla, guck mal an, noch eine neue Stadt. Wir fahren Las Vegas, holla, you. Was in Las Vegas geschieht, bleibt auch in Las Vegas, ne? Was Uplay, also Origin hat ja wesentlich noch. Das ist schon voll, okay. Origin hat ja wesentlich noch ein bisschen Sinn. Ein bisschen. Ich möchte nicht sagen, dass das Programm gut ist. Aber Uplay, das ist ja einfach nur. Wir brauchten auch was Eigenes. Wir wissen nicht warum und wir wissen auch nicht, was das gut macht. Aber wir haben jetzt Uplay. Du kannst mit Punkten die Wallpaper runterladen und sonstigen, das war's schon. Uplay ist für mich total eine Sache, die ich überhaupt nicht brauche. Das ist Origin selbst auf Sinnvoll geht. So, erstmal wird in Las Vegas fahren, auch cool. So kennt man Las Vegas Flughafen. Super, ja, in Amerika, ist ja geil.
ist Amerika-Rennen. So, mal gucken, ob ihr irgendwas wiedererkennt. Wow, ja, Zickzack-Mann ist cool. Das Problem ist, Las Vegas sieht halt so geil aus wegen der Beleuchtung. Ja, das kann das Spiel... Naja, es, ihr könnt ja da oben mal die Scheinwerfer ansehen, da wisst ihr, was ich ungefähr mit geiler Beleuchtung meine. Oh Gott, die haben jetzt sogar noch Polizeiautos. Das waren so Chevy Impala-Verschnitte, die gerade wild hergeflogen sind. Und andere Musik haben wir auch. Oh, schön hier auf dem Golfplatz, so muss das. Scheiß auf Gesetze, willkommen in Amerika, wir machen einfach alles, was wir wollen. Aber also wirklich viel mit Las Vegas hat das ja nichts zu tun, also die Strip, die wir gerade lang gefahren sind. Gut, hier haben wir ein bisschen Wüste. Ja gut, das ist natürlich richtig, weil Las Vegas ist natürlich in der Wüste. You don't say, ja, siehst du mal, Bildung, Leute. Das war eine ganz schön lange Strecke, wenn man da eine ziemlich Highspeed-Strecke, muss man mal sagen. Okay, genau in dem Moment kommt natürlich die längste Kurve der ganzen Strecke. Boah, Alter, wie die Kiste hier schnell bergab. Dann haben wir Runde 1 schon rum. Die Strecke gefällt mir. Die ist immer ein bisschen besonders, weil das ist jetzt nicht so eine typische Stadtstrecke. Hier ist jetzt so ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen Autobahnraser-Feeling, weil hier fährst du auch mal konstant schnell. Es ist ja Autobahnraser und nicht Stadtraser. Stadtraser hätte man ein eigenes Spiel rausmachen können, Davilex. Hätte dann nochmal Geld verdienen können. Mit grandiosen Spielideen. Wir nehmen einfach irgendwie jedes Genre, jede Sache, die wir finden können, rein den Raser hinten dran. Wird sicher ein Kassenschlager. Mhm. Dass das Studio noch existiert, sagt ja alles. Nicht existiert, genau, richtig. Das war nämlich Ironie. Das spricht nicht unbedingt dafür, dass die Spiele atemberaubend gut waren. Vielleicht, wenn das hier 280 ist, ey, wenn Need for Speed so ein Geschwindigkeitsgefühl hätte, glaubt mir, das Spiel hätte sich nie verkauft. Das hätte sich keiner gekauft, wenn ich bei 280 kein Gefühl habe. Vielleicht, wenn du mit einem McLaren oder einem Ferrari rumballerst bei 280, fahre ich jetzt überhaupt oder stehe ich gerade noch mit dem Auto? Das ist auch ein bisschen viel Arsch, ehrlich gesagt. Naja. Ey, fuck. Ah, hallo. Ja, fang nicht bitte, dankeschön. So, hier noch rum. Dagegen haben wir hier keines wirklich bei unser Golf, VW Golf, ja. VW Golf, ja genau. Ein VW Mondeo oder ein Golf. Ein Ford Golf. Ja, ruh dich doch noch aus. Was willst du das hier? Komm. So, haben wir das auch gewonnen. Damit auch das letzte Rennen hier der internationalen Meisterschaft abgehakt, Leute. Sehr gut. Volle Punktzahl rausgeholt aus dem Ganzen und seht da, das ist nämlich unser neues Auto. Glückwunsch und Ehre, du hast gezeigt, wer der wahre König der Autobahn ist. Du bist der Gewinner, ein großzügiger Scheck und dieser coole Wagen gehören jetzt dir. Ja, das ist unser wunderschöner Auto, den wir hier bekommen haben, dafür, dass wir der Autobahn-King sind. Und ja, die dürfen wir jetzt auch natürlich verwenden. Ich glaube aber nicht für den Wettkampf, ne? Ich glaube nicht. Nee, kann ich nicht. Okay, oder kann ich jetzt mit dem dann darin starten? Ich will mal ganz kurz gucken. Nicht 20. Noch einfach so. Aber kann ich die jetzt auch auswählen? Kann ich die nicht wählen? Ich will den Wagen gerne haben, den er hat. Kann ich nicht in der Meisterschaft wählen? Ah, gut. Dann würde ich sagen, haben wir die Meisterschaft schon durch. Wir können ja noch mal kurz einen Einzelnen mit seinem Auto fahren, würde ich sagen. Den benutzen wir noch mal kurz. Warum kann ich den jetzt nirgendwo wählen? Ah, hier sind die Zweitwagen von denen, seht ihr? Hier sind sie nämlich alle frei. So, nehmen wir mal den und fahren nochmal kurz eine Runde mit seinem Sportflitzer. Hier hinten. Das Geile ist, die Kiste sieht von hinten aus wie ein Ford Mondeo, eiskalt. So, nehmen wir nochmal Las Vegas und wenn in eine andere Strecke. Paris fahren wir nochmal. Tuning 3 machen wir natürlich, Rundenzahl, ja, 2 reicht auch. Schwierigkeit gerade Mittel, Schaden, Polizei, bla bla bla, los geht's. Der sieht von hinten aus wie ein Ford Mondeo, Alter. Das ist das Geile. Guck dir das Heck an, das ist eiskalt ein Ford Mondeo. Naja, gut, schauen wir mal. Alle hier auch mit Stufe 3 Tuning am Start. Und dann wollen wir mal gucken, was hier sein Supersportswagen rausholt. Aber dann haben wir Automaraser 4 schon durch. Ich habe gedacht, da käme noch was Großes. Und mit dem Auto werden wir auch noch Meisterschaft fahren. Aber getäuscht, tun wir doch nicht. Okay, gut. Sind wir damit auf jeden Fall durch mit dem Game. Und kann ich hier schon mal Abschlussworte finden hier im letzten Rennen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, natürlich, könnt ihr mir natürlich gerne mal eure Meinung zu Automaraser und allem möglichen in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das Let's Play fand, wie Automaraser fandet, etc. Gerne unten mal rein damit, würde ich mich riesig drüber freuen. Natürlich auch, wenn ihr nochmal den letzten Part einen riesigen Daumen hoch gibt, so als Respekt an Davilex für diese Glanzleistung von Spieleentwicklung. Und dann würde ich sagen, geht's in ein paar Tagen auch schon weiter mit Autobahnraser 3, wenn ich's finde. Ich muss noch raussuchen, irgendwo habe ich sie liegen. Dann geht's weiter mit Autobahnraser 3, würde ich behaupten. Ich fasse so einen Mist gerade zusammen.
Weil ich habe gesagt, wir gehen das chronologisch rückwärts. Passt am besten jetzt, wenn wir eh schon bei 4 angefangen haben. Und dann würden wir sagen, machen wir doch lieber weiter, in ein paar Tagen, wie gesagt. Und geben uns den... Also, ich kann sagen, Autobahn Raser 3 ist deutlich durchgeknallter als das hier. Das Spiel ist hier dagegen echt noch harmlos. Also, vom Humor und von der Aufmachung her. Und vom Schadensmodell, das ist bei Autobahn Raser 3 nämlich um Längen besser. Auch wenn es ein bisschen übertrieben ist, ehrlich gesagt, wenn du plötzlich im Auto einfach das Dach abreißt. Aber scheiß drauf, wir sind bei Autobahn Raser. Am wenigsten gibt es da auch noch Autobahnen, das ist nämlich das Gute. Ich finde es auch gut, wir sehen den König der Autobahn. Ja, das sind Autobahnen, liebe Leute. Wenn du hier durch die City auf einer richtigen Autobahn fahren dürfst mit 120, Alter, du möchtest nicht wissen, wie viele Unfälle es in Paris, Deutschland, England und sonst wo geben würde. Es gäbe nur noch Tote in der Stadt, die mit 120 durchknallst. Obwohl es auch irgendwie lustig wäre. Also nicht, dass du sterben sollst, mit 120 mal durch die Innenstadt zu ballern. Ich geh irgendwie mal Bock zu. Bleibst du drüben, lass meinen Arsch in Ruhe. Was verdammt falsch klingt. Wo ich auch sagen muss, lass meinen Jens in Ruhe, klingt noch falscher. Fälscher, Gedönse. You know what I mean? So, hier nochmal rum. Jetzt aber, also dafür, dass es ein Supersportwagen ist, ist die Kiste erstmal fucking langsam. Vollgetunes, warum fährt ihr so schnell wie unser Golf? Und nebenbei hat er Motorlautstärke wie ein Trabi. Oh, ein Trabi war noch laut, im Gegensatz zu dem hier. Und die Laternen sind lauter, wenn ich die umsense. So, da vorne ist schon ein Ziel. Da haben wir das auch durchgebracht. Und damit soll es dann auch gewinnen sein mit Autobahn Raser 4. Wie gesagt, wenn es euch ganz gefallen hat, dann würde ich mich natürlich mal einen Daumen hoch freuen. Und ich sage, ich bin damit 5, bin raus. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Laden von Paris 2. Nein, ich wollte nicht nochmal neu starten. Auch wie schön die Strecke auch ist. Nee, muss nicht sein. Nein, ich will nicht. Damit wäre es auf jeden Fall. Ich bin raus. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao.